Okay, das erste Training nach 1,5 Stunden Aufnahme. Wahnsinn. Wir gucken rein. Wir werden nicht absteigen. Wir werden unser Saisonziel erreichen. Ich werde dem Verein treu bleiben, ganz egal, was passiert. Scouting weiter verbessern. Trainingsanlagen. Ja, das lassen wir mal. Da wissen wir noch nicht, wie wir es mit dem Jugendcamp und so machen. Okay, ich fordere Disziplin. Wer nicht fit ist, spielt nicht. Da haben wir noch nicht so den Kader für, glaube ich. Da müssen wir mal gucken. Schlecht spielt es draußen, ist selber Problem. Leistung nicht stimmt, Prämien eingefroren. Wir werden viel rotieren. Werden eine tolle Mannschaft haben, verstärkt auf Jugend. Ne, das lassen wir mal. Reserve machen wir auch nichts. Klicken auf OK. Und dann hoffen wir mal, dass noch ein paar Angebote kommen hier. Guangzhou, China, ich weiß es nicht. Hört sich so an. Jawohl, China kommt da auf uns zu. Verhandeln wir auch mal. Antonio wird ausgeliehen, sehr schön. Angenommen, neuer Mitarbeiter, Co-Trainer, neuer Mitarbeiter, Scheithauer, das war der gute Scout, ne? Genau, wunderbar. Sehr schön. Sehr schön. Okay, können wir denen auch gleich noch was mitgeben. Neues Angebot für die Sponsoren. TUI kommt auf uns zu. Was kriegen wir da so? 66.000. Und TUI will ein Jahr 70.000. Das ist ein Traum. Ihr wisst ja, ich bin immer einer, der da gerne nur ein Jahr will. So, unterschreiben. 77.000, sehr schön. Bandwerbung Bauhaus. Da kriegen wir Einzelpreis 28,4. Ja, müssen wir noch ein bisschen hochhandeln. Summe erhöhen. Beziehungsweise wir müssen erstmal die Laufzeit senken. Ich glaube, das wird nichts hier. Müssen wir abbrechen, ist mir zu hoch. Wer weiß, was in 4 Jahren ist, ne? Wenn wir da mit 20.000 dann rumdümpeln und von den anderen, was weiß ich, 100.000 kriegen, macht das wenig Sinn. Von dem her warten wir da mal ab, da werden noch ein paar auf uns zukommen. 10 freie Bandplätze haben wir noch, ist alles in Ordnung. Und dann würde ich sagen, kümmern wir uns nochmal schnell um den Scout, dass wir dem eine Aufgabe zuteilen. Und zwar, jetzt haben wir Share und Ta, lassen wir, glaube ich, gerade scouten, oder? Gucken wir mal schnell rein, was die Mitarbeiter Schönes machen. Nee, Scout und Scouts müssen wir da gucken, ne? Stimmt. Scouts. So, Ta und Share, jawohl. Dann weisen wir ihm eine Aufgabe zu. Einen Spieler beobachten. Aus dem Blickfeld, sehr schön. Wen nehmen wir denn da? Wen nehmen wir denn? Wir sortieren mal nach Bekanntheit. Rigota wäre nice, wenn wir da mehr wüssten würden. Werner ist auch so ein geiler Spieler. Den habe ich noch gar nicht erwähnt, oder? Timo Werner, Stuttgart. Für die zweite. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt mal Rigota. Oder? Oder? Wäre jetzt so mein Lieblingskandidat. Hahn haben wir schon auf 10. Dann machen wir mal Rigota, um da auch vergleichen zu können. So, und den Rest packen wir auch mit hin. Ja, ihn nicht. Der hat ja schon 10. Okay. Und Scher auch nicht. Das wird schon gemacht. Und da auch nicht. Okay, so. Haben wir da jemanden vergessen jetzt? Bakali haben wir, Brand, Adili, Öztunali, Werner, Rigota. Jawohl. Okay, soll er mal scouten, der Freund? Sehr schön. Okay. Und dann können wir gleich nochmal ein kleines Stückchen weiter. Aber noch schnell 2 neue Nachrichten. Das haben wir gemacht. Neue Hintergründe. Okay. Na, geh weg. Was haben wir denn da? Wow. Wow. Wahnsinn. FCN kommt ja nicht mal das FCN. Wobei ich das vielleicht nochmal ändern werde. Da werde ich mich nochmal ein bisschen drum kümmern. Und dann fügen wir hier doch mal irgendwas hin, was passt. Ein Blümchen? Ein Blümchen? Nee, kein Blümchen. Wobei, nee, wir machen einen gescheiten Schreibtisch. Mag ich lieber. Was Rustikales, das passt zum Club für die alten Holzer hier. Packen wir doch mal so ein Bündelchen dahin. Und da oben Obst. Ist gesund. So, und da noch schnell irgendwas hinpacken. Was machen wir denn? Was machen wir denn? Komm, wir machen mal. Warte mal, wir machen es anders. Wir machen hier ein Teekännchen. Und hier machen wir die Taktiktafel. So. Ein bisschen Farbe ins Spiel bringen. Und da können wir noch ein bisschen was einfügen. Habe ich das nicht eigentlich schon gemacht? Ich weiß es gar nicht. Nee, okay, so passt erstmal. Das können wir alles noch ändern. Da haben wir ja noch ein bisschen Zeit für. Brauchen wir jetzt nicht ewig hier rumtun. Außer hier noch schnell was einzufügen. Pommes und Obst. So. Mit Salz. Aber da wird die Qualität nicht ausreichen, damit ihr das Salz seht. Aber jetzt mal wieder zurück zur Sache. So, wurde ja auf die Transferliste gesetzt. Gucken wir mal rein. Vielleicht können wir da ein bisschen noch einen schönen Preis rausschlagen. Jetzt können wir noch mal ein kleines Stückchen weitergehen auf jeden Fall. Und dann gucken wir mal,
Genau, dass es hoffentlich nochmal ein paar Angebote gibt. So, Young Boys Bern bieten 900.000 für Mike Franz. Eine Mille ist er wert. Deswegen würde ich fast sagen, versuchen wir doch noch ein bisschen was zu deichseln. 1-1. Oder wir bleiben bei 1. Wir machen mal 1-1. Forderung stellen. So, Alroy Cohen. Spieler, den können wir auch nur verleihen. Ist da auch gerade erst gekommen, der Freund. Anscheinend. Fürth ist mit dran. Stimmt, da war ja was. Spieler hat von seinem Verein die Nase voll. Leihgebühr 100.000. Kaufoption 1,1 Mille. Young Boys Bern. Young Boys Bern. Ich würde sagen, wir verleihen ihn mal am besten nach Basel. Eigentlich ist es egal, weil der ist ja nicht bei uns. Also der steht ja eigentlich gar nicht im Kader. Das ist ja irgendein Bug vom Kader-Update gewesen. Also den will ich ja loswerden, ne? Von dem her ist es eigentlich egal. Aber wir können versuchen, ihn nach Basel zu verleihen. Und hätten so vielleicht bessere Karten an den Share zu holen, ne? Vielleicht jetzt wieder ein bisschen zu viel reininterpretiert. Das wird dem Spiel sowas von egal sein. Aber können wir ja einfach mal so sehen. Und Tekerci. Ja, können wir ziehen lassen. So, Max Dittgen. Daniel Felgenhauer von Spielvereinigung Bayern Hof. Daniel Felgenhauer. Der hat doch mal bei Fürth gespielt. Ist das der? Ich weiß es nicht. Und Memmingen ist auch da. 1000. Bayern Hof oder Memmingen? Mir ist es egal. Hof ist hier. Memmingen ist hier. Ja, machen wir mal Bayern Hof. Könnte er vielleicht eher spielen. So. Okay, Christopher Tyson. Den wollen doch, die wollen ganz schön viele, ne? Die Jungs hier. Ich habe gedacht, das klappt nicht, aber sieht gut aus. Was haben wir denn? Wilhelmshaven, Germania 05. Ja. Ja. Ab der Fisch. So. Mal gucken, ob wir jetzt ein bisschen vorankommen wieder. Alroy Cohen noch. Abbrechen, das soll zu Basel. Genau. 100.000, sehr schön. Vertrag unterzeichnen. Darf zum FC Basel. Und wir sind im Trainingslager angekommen. Werden hier mal ein bisschen was machen. Wir haben gesagt, Fitness ist das wichtigste Stand jetzt. Und dann würde ich sagen, machen wir mal noch die körperlichen Fähigkeiten mit dazu. Taktik. Was haben wir denn damit rein? Ich würde sagen, die Abwehr soll mal sicher sein hinten. Und dann passt das. Und im zweiten Trainingslager dann natürlich wie immer so ein bisschen Taktikschulung, dass wir da auf jeden Fall noch eingespielt sind. Und das erste Spiel steht schon vor der Tür gegen Girona. Girona. Okay. Machen wir eine neue Herausforderung. 12 ihrer Spieler müssen in der Liga innerhalb einer Saison mindestens ein Tor erzielen. Okay. Und die News mal wieder. Oh, 16 neue Nachrichten. So, gescheitert mit Fürth. Klar, da wird nicht verhandelt mit Fürth. Auf gar keinen Fall. So, Tekerci wechselt. Trainingslager beginnt. Scouting abgeschlossen. Kein Verein an Balic interessiert. Spieler anbieten. Balic, ne? So kann ich das jetzt hier nicht mehr ändern. Jetzt muss ich erst den Transferstatus ändern, dass das wieder geht. Mensch. Höchst kompliziert. So, machen wir mal noch eins runter. Machen wir mal. So, 1-4. Spieler anbieten. Oh, Hoffenheim. Nicht interessiert. Stuttgart. Wolfsburg. Will die keiner? Zweite Liga geht wahrscheinlich nicht, ne? Wird wahrscheinlich wieder nichts werden. Okay. Packard, ja gut, da haben wir ein bisschen wahrscheinlich zu hoch gepokert mal wieder. 1-4. Spieler anbieten. So, okay. Max Nawe. Komm auch mal gut, wer will ein Torwart leihen, ne? Wer will da ein Tor? Ach nee, verkaufen ist es, okay. Okay, dann machen wir es mal so. Und den Tyrone McCargo, den werden wir auch nochmal schnell eben anbieten, ne? Für schöne 8.000. So, und dann passt das. Sehr schön. Leandro Eusebio von Fluminense. Angeboten für 900.000. Nee. Boah, 1,1 Millionen gehalten. Nö. Der schaut auch ein bisschen komisch. Nee, den nehmen wir nicht. Okay. So, dann würde ich sagen, stellen wir mal das Team auf. Für das Spiel gegen Girona, natürlich müssen wir noch in die Taktik reinschauen. Ja, das wissen wir alles, wobei ich bin am überlegen, ob wir nicht sogar testen sollen, offensiv an die Sache ranzugehen. Ich weiß es nicht, ne? Ich meine, Verbeek, der jetzt ja ein echter Trainer vom Club ist, der spielt ja auch ein bisschen mehr mit Pressing. Aber ich würde sagen, ausgeglichen müssen wir fast machen. Konter, nee. Abwehrreihe mit Abseitswahl erstmal nicht, da sind wir noch nicht so geprobt drin. Und das machen wir auch alles. So.
Dann machen wir mal 60% oder machen wir 65% beim Freundschaftsspiel. Da gehen wir auf, was machen wir denn? 40%. Detailliert, 50% Abstöße. Passspiel, ja, möchte ich schon versuchen, Kurzpassspiel durchzubringen. Aber auch ein bisschen vorsichtiger jetzt mal zu Beginn. Flankenposition, können wir ruhig bis zur Grundlinie mal durchbrechen und dann nach hinten ablegen, wenn das geht. Können wir ruhig, machen wir 70%, das reicht, glaube ich. Vorne drin, Drmitsch. S-Wein kann ich auch reinpacken? Ach, weil das 4-4-2, wieso ist das jetzt als 4-4-2 ausgelegt? Wir haben doch das hier nehmen, nee. Das hier wollten wir doch nehmen. Ich speichere es mal eben unter, mir sind der Club. So, speichern wir es mal. Jetzt gehen wir nochmal rein. Jetzt müssen wir natürlich nochmal alles neu machen. So, 65%. 50. 40. 40. 40. So, da haben wir 70 gesagt. Genau. Drimmitsch. Und hier Abwehr, Drittel, wo pressen wir. Da möchte ich... Da machen wir mal ruhig 60%. Mal gucken, ob das so klappt. Die Ecken... Machen wir ruhig so 50% wieder. Flankenhöhe eher flach, ja, 35%. Passt. So, Spielmacher noch, natürlich Hiroshi Kiyota, okay. Und dann speichern wir das Ganze mal. Unter mir ist in der Club. Jawohl. Sehr schön. Müssten wir alles haben. Individuelle Anweisungen. Drimmitsch ist ein Strafraumstürmer ohne Gegenspieler. Ja, mehr steht noch nicht da. Ruhig kreativ. Passt, Vorstöße oft, okay. Was machen die denn? Jetzt spielt stark auf links, links außen, so. So, oder? Haben wir gesagt, ich glaube stark. Rechts 5, links 2, da dürfte Hasebe besser sein. Genau, links 4, dann lassen wir ihn links spielen. Plattner, Pogatetz, Nilsson, gucken wir auch mal schnell. R5, L2, L5, R2. Sehr schön, das passt perfekt. Chandler rechts, Schäfer, Drimmitsch, Schmack. S-Wein Mack ist Rechtsfuß. S-Wein ist... Müssen wir eigentlich fast tauschen, ne? 70, 66. Na, ja, so ist besser. So ist es um einiges besser. Okay, so, und jetzt gehen wir nochmal rein in die Taktik. Jetzt hat er es ja gespeichert, hoffentlich. Jawohl. Individuelle Anweisungen. Kiyotake, ganz kreativ. Tacklings lassen wir so. Vorstöße. 60%. Ist ein Spielmacher. Was machen wir denn da? Was machen wir denn da? Dribbling nicht, Ball halten. Ball halten, können wir mal sagen. S-Wein auf links, auf jeden Fall geht steil. Lassen wir es so. 50%. Na, so haben wir es. Dribbling, nee. Mack wahrscheinlich genau dasselbe. Nee, Dribbling, können wir bei ihm sagen. Okay, das lassen wir auch alles so. Wie viel hatten wir jetzt bei S-Wein gesagt? Hatten wir da 40%? 50. Da machen wir auch 50%, dass das alles schön gleich ist, symmetrisch, wunderbar. Hasebe, defensives Mittelfeld. Da müssen wir jetzt halt überlegen, wen wir nach vorne schicken. Also ich glaube, Hasebe lassen wir ein bisschen hinten, oder? Machen wir mal Vorstöße 30%, Tacklings 70%. So, und da 50, knapp, so. Machen wir mal bei Stark dasselbe jetzt gegen Chironna. Testen wir mal so ein bisschen. 70. Wobei, da können wir ruhig mal 40 lassen. Der kann vielleicht ein bisschen häufiger da mit nach vorne brechen. Und jetzt müssen wir überlegen. Nilsson, Sprungkraft 74. Kopfballstehler dann nicht mit dabei. Also 74 und Pogatetz 3. Ja gut, das nimmt sich nicht viel. 73. Dann schicken wir aber trotzdem Nilsson bei Standards mit nach vorne. Okay. Dann können wir nochmal eben speichern, dass das alles klappt. Unter mir sind der Club. Überschreiben, okay, und dann die Laufwege. So, die müssen wir natürlich noch machen. Das wird jetzt auch relativ interessant werden. Denn wie ihr seht, das ist alles jetzt ein bisschen offener. Wir spielen ja doch recht offensiv, dass wir das alles so hinkriegen. Also die Außenspieler müssen auf jeden Fall sehr viel laufen, das ist klar. Die beiden auf den Außenbahnen das. So, das machen wir mal so. Stark mal so. Kiyotake so. 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 Ja, da reicht's ruhig so. Und Drimmitsch muss auch ein bisschen mit zurück. Und ihr zieht mal bitte immer so in die Mitte.
Ich bin gespannt. Also ich bin mir echt nicht sicher. Zum einen könnte es richtig geil klappen, mit den Jungs so ein System zu spielen. Auf der anderen Seite könnte es auch mal richtig in die Hose gehen. Also da bin ich echt richtig gespannt. So müssen wir es eher machen, ne? So. Da bin ich echt richtig gespannt, wie wir das hinkriegen. Okay, Vergleich noch, aber ich denke, da müssen wir jetzt nichts großartig decken. Das lassen wir einfach mal so, wie es ist. Und verändern da gar nichts. So, okay. Okay, ich speichere mal eben ganz schnell, dass da nichts verloren geht. Und dann können wir reingehen ins allererste Spiel mit dem Club. Im neuen Let's Play gegen Chironna. Natürlich werden wir ein Textmodus-Spielchen machen. Ich gucke nur mal schnell, wen ich eventuell noch mitnehme, wen ich auf die Bank setze. Wen setzen wir denn auf die Bank? Ich würde sagen, da Banli lassen wir mal drin. Aber Balic nehmen wir mal raus. Nehme ich mal Luschek mit. Ildis hätten wir noch für Packard. Mendler müssen wir eigentlich auch mitnehmen. Mendler für Gebhardt mal noch. Da werden wir ja durchtauschen. Aber jetzt mal will ich mal die Jungen auch ein bisschen am Anfang sehen, um da einen Überblick zu haben. Ich meine, bei den Alten wissen wir, was sie können. Aber bei den Jungen mal schauen, dass wir die ein bisschen integrieren können. Stepinski lasse ich trotzdem erstmal aus. Und da hat sich Skincheck mehr verdient noch, auf jeden Fall mitzufahren. Ganz klar. Aber sonst passt's. Sonst passt's. Gehen wir nochmal schnell golfen. Und dann können wir reingehen. Erstes Spiel gegen Chironna. Ich krieg's nicht raus. Chironna FC. So. Wir machen die Sofortberechnung natürlich. Brauchen wir nicht lang und groß drüber reden. Chironna mit 725, mir mit 772 im ersten Freundschaftskick. Mal gucken, wer spielt noch so. Leverkusen gegen Herrenwehen. Eltersdorf gegen Stuttgarter Kickers. Wolfsburg gegen die Hertha. Oh, das ist schon mal ganz interessant. Aber ihr merkt, ne, da ist noch nichts mega Spannendes jetzt mit dabei. Klar, am Anfang. Euroleague ist dafür schon erste Runde. Die Quali, auch interessant vielleicht. Und sonst aber die ganzen ausländischen Freundschaftsspiele, die für uns jetzt auch erstmal nicht interessant sind. So, das Ding ist ein bisschen arg groß geworden hier, wobei es eigentlich von der Größe passen müsste. Sieht ein bisschen blöd aus, ne, hier. Aber gut, ist ja wurscht.